Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lernstefan natürlich mal wieder. Und es geht in der 9. Runde der österreichischen Bundesliga für unsere Blackies nach dem Cup aus gegen die Wiener Austria, gegen den LASK nach Pasching. Und ja, man muss ehrlicherweise sagen, sehr viel Hoffnung auf ein positives Ergebnis gibt es ja vor dem Spiel eigentlich nicht so wirklich im Moment. Es läuft halt einfach nicht bei den Blackies. Und ja, die Frage ist halt, wie bringt man es verdammt nochmal fertig, auf dem Platz über 90 Minuten eine gute Leistung zu bringen und natürlich auch das Ergebnis dementsprechend zu gestalten. Das eine ist mal, ja, dass man unfassbarerweise in den letzten beiden Partien, und das nicht zum ersten Mal in dieser Saison wohlgemerkt, ja, eine Halbzeit ordentlich gespielt hat und die zweite Halbzeit komplett verpennt hat. Das war in Wien so, das war auch zu Hause gegen Mattersburg unter anderem so. Und ja, keiner aus der Fanszene, würde ich mal sagen, hat da wirklich eine probate Lösung in der Richtung. Viele geben natürlich Trainer Vogel die Schuld. Ja, die Mannschaft scheint das System nicht ganz anzunehmen, nicht zu verstehen, nicht verstehen zu wollen, warum auch immer. Oder eben, ja, vielleicht liegt es dann doch an den Spielern selber. Sind sie einfach ja nicht fähig genug, das System ja selber zu adaptieren und sich daran anzupassen? Oder ja, ist es vielleicht doch eine Mischung aus beiden? Man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist das Spiel beim LASK ein sehr, sehr wichtiges für unsere Blackies, denn ja, tabellarisch gesehen vor dieser Runde unsere Jungs nur auf Platz 6. Das ist auf jeden Fall unter den Ansprüchen der Schwarz-Weißen. Ja, die Linzer, die steht da deutlich besser in der Tabelle. Und ja, man muss auch sagen, der LASK hat im Moment einen Lauf sondergleichen. Die haben von ihren bisherigen ja, 8 Partien 6-mal gewonnen und ja, ein Unentschieden, eine Niederlage. Also da läuft es wirklich sehr, sehr rund, das Werk halt bei den Linzern. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie wollen wir das Ganze knacken? Die Bilanz gegen den LASK sieht ja eigentlich ganz gut aus. In der Vorsaison hat man zwar das erste Duell in Pasching gegen die Linzer verloren, hat aber dann anschließend die nächsten 3 Partien alle gewinnen können. Und natürlich würde ich mir persönlich auch so eine ähnliche ja, Leistung oder einen ähnlichen Leistungsansatz zumindest mal in Pasching dann auch wünschen. Aber ja, der LASK ist halt nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Die haben halt im Gegensatz zu unserer Mannschaft auch ihren Kader größtenteils halten können, haben sich eigentlich kontinuierlich eher verstärkt, während wir einen halbwegs oder ja einen halben, einen fast Totalumbruch, muss man fast schon sagen, ja hinnehmen mussten. Und die, die vom Stamm übrig geblieben sind, laufen ihrer Form seit Wochen hinterher. Und ja, da wäre es natürlich nicht schlecht, wenn man da irgendwie ein positives Ausrufezeichen setzen könnte. Personell sieht es ja eigentlich nicht so schlecht aus, außer Jakob Janscher alle mit an Bord. Ja, die Baustelle links hinten ist ja vorläufig wieder mit Hierländer erstmal geschlossen. Dazu die 3 obligatorischen Innenverteidiger mit Afonitis, Spendlofer und Maresic. Auf rechts wird es wohl wieder auf Koch hinauslaufen. Außer man stellt das System vielleicht mal um, dass man auf die Fünferkette verzichtet, was ich mir allerdings schwer vorstellen kann. Und vielleicht ja doch ein bisschen ja etwas Einfacheres, ein 4-4-2 beispielsweise würde mir da in den Sinn kommen, vielleicht dann doch probiert. Aber ja, das hat eben Heiko Vogel zu entscheiden. Im Mittelfeld, klar, Schulke, Teichwili, vermutlich wieder Lackner, obwohl ich da auch eben eher auf Loric setzen würde, wie schon mehrfach erwähnt. Und im Sturm, wenn fit, Essay. Ohne Wenn und Aber, denn ansonsten ja ein Hosiner. Auch ein Pink kann man zeitweise ja nur schwer zuschauen, auch wenn sie brav kämpfen, aber das ist in der aktuellen Situation wohl zu wenig, sonst wären natürlich noch Grozurek und Husbeck die Alternativen. Also man hat ja das Personal, um ja etwas auf den Platz zu bringen, aber jetzt muss einfach geliefert werden, jetzt muss was kommen, jetzt muss die Mannschaft kämpfen, denn ja, wenn ich bei der Pressekonferenz mir anschaue, dass quasi ein Pflichtsieg, okay, Pflichtsieg ist es ja wirklich nicht, aber das ja, für mich hat es sich halt so angehört, dass der Sieg so ein bisschen utopisch sein sollte da in Linz, also dann, ja, dann passt da was nicht, denn klar, es läuft nicht bei uns, aber wir sind immer noch Sturm und ich glaube, wir sollten auf jeden Fall trotzdem, trotz allem selbstbewusst genug sein, um zu sagen, wir fahren ja dorthin und wir wollen beim LASK gewinnen. Von dem her hoffe ich natürlich, dass wir da ja mit einem positiven Ergebnis wieder heimfahren und ich würde dann auch sagen, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal hier bei der Lernstv. Ach genau, schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie das Ergebnis ausgehen wird. Und ja, dann eben bis zum nächsten Mal. Euer Elias, natürlich noch auf die Schwarzen. Gamer Burschen, reißt euch zusammen. Und bis dann. Ciao, ciao.